Weiter geht's bei Workers and Resources. Hier auf einem kleinen LKW, der Stahl transportiert, befinden wir uns auf dem Weg nach... Tja, wir wissen es nicht genau, ich vermute Pripyat, aber die Wege des Stahls sind unergründlich, vor allem wo er andauernd hin ist. Und wir verfolgen diesen LKW mal. Ah, ist das schön. Ist das schön, wie die Sonne aufgeht. Hinten am Horizont sehen wir unsere Stadt, wo das AKW gebaut wird. Ah, das wird schön werden, wenn das irgendwann fertig ist. Jetzt müssen wir aber erstmal diese Stahlprobleme lösen. Die wiederum hängen mit den Kohleproblemen zusammen und, und. Und wir haben ja auch festgestellt, dass wir einfach unheimlich viel Kohleimport haben. Ach, ja. So, die Bauindustrie. Herrlich. So eine Mitfahrten sind immer wieder schön. Die Brücken sehen jetzt allerdings... Moment, sehen die schon immer so bescheiden aus? Ach, du ahnst es nicht, ey. Also die Brückenkonstruktion hier ist ja okay, aber... Was ist denn für eine Nummer? Ich das so geplant? Nee, das muss von diesem Planungsstab gewesen sein, den wir rausgeschmissen haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, also unser Eisenbahnkreuz. Und... Ach, guck an. Dort haben wir auch mittlerweile die Sachen fertig, den Tunnel. Zumindest zum Teil. So, immer gespannt, wo er hinfährt. Einmal über die Gleise rüber. Und zu unserer Linken sehen wir... Wahrlich eine schöne Stadt geworden, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, gefällt mir. Die gefällt mir echt gut. Vor allen Dingen wirklich mit dieser alten Kirche da noch in der Mitte drin. Sehr, sehr hübsch. Das ist übrigens der Grund, warum ich keine Kirchenmod benutze. Weil das Spiel an sich nicht vorsieht, dass man Kirchen baut. Und das finde ich dann zu, ja, spieleuntypisch. Unspielhistorisch, wie man das auch mal sagen mag. Cheesy, glaube ich. Oh Gott, da müssen wir schnell weggucken. Alle kurz weggucken. Haben wir nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen. Blitzdingens. Nee, die kann ausbleiben. So. Wo zum Henker kommt dieser... zum Fußgängertunnel. Ja, alles klar. Moin, Kollege. Okay. Ja, so erklärt sich das jetzt auch. Zum Fußgängertunnel. Da ist er. Gucken wir einmal, wie es hier aussieht. Ah, mega. Das wird eine schöne Sache. Freut mich. Okay, sehr gut. Also, das haben wir auch. Dann müssen wir einmal uns die Meldung hier angucken. Produktion gestoppt. Nerdivostok Heizwerk. Moment, was? Ach gut, das ist auch, ja. Das ist auch dieses Thema, oh mein Gott, es ist zu warm für eine Heizung. Ja, gut, das können wir uns, glaube ich, jetzt auch ersparen. So, gut, dann haben wir das Thema auch. Hier ist alles im Bau, das müssen wir jetzt ein bisschen beaufsichtigen. Und in der heutigen Folge wollen wir uns darum kümmern, dass wir endlich dort Stahl hinbekommen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, das VZ bauen wir tatsächlich jetzt mit eigenen Mitteln und... Danach werden wir uns um die Zug-VZs kümmern. Da haben wir jetzt 4, 5 Stück und das ist alles irgendwie angeflanscht und das ist irgendwie auch nicht so richtig. Was? Fleisch. Okay. Wo kriegst denn du dein Fleisch her? Von Nerdivostok Fleisch? Von dem VZ. Okay, so viel zu dem Thema. Wir würden hier nur einmal fix kurz da was machen. Jetzt gucken wir uns einmal das VZ an. Du holst dir das von der Stratingrad Straßenladungsstation. Blub. Und da ist aber genug Fleisch drin. Jo.
gehen einfach zu viele einkaufen. Kaufen wir nochmal ein paar Kühllaster mit dazu. Und wir sind alle bei 90%. Nee, das ist zu viel. 70% ist besser. 70% ist besser, dann fahren sie nämlich früher los. Oder sagen wir nur 60. Bei 90%, also das Problem ist, wenn du zu wenig hast, du hast ja eine Tonne Fleisch und du hast einen gewissen Weg. Wenn du 0,2 Tonnen Fleisch drin hast, dann sind andauernd LKWs unterwegs und du hast zu viel auf der Straße und das wird alles nicht vernünftig verladen und das dann erzeugst du zu viel Traffic, das passt nicht. Das kommt dann auch nicht rechtzeitig an. 0,9 ist jetzt genau das, was wir jetzt gesehen haben. Die fahren ewig und drei Tage nicht los. Was bei mir wirklich immer sich bewahrheitet, was in allen Tests, die ich gemacht habe, eine Beladung von 0,6. Und dann gucken wir mal, 0,6 sind ungefähr jetzt, ja, 0,6 Tonnen, laut Adam Riese. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein paar Kühl-LKWs kaufen. Die haben 2 Tonnen, das ist alles zu viel. W50, das sieht schon gut aus. 80 km/h, 92 kW. 80, 59 kW. Ah, komm, das reicht. Ach nee, die sind voll. Ah, die sind unterwegs. Okay, gut. Wir haben einen kleinen Fehler gefunden. Wir haben es runtergestellt auf 0,6 oder auf 60%, 0,6. Dann sollte das damit hoffentlich passen. Gut, dann gehen wir einmal nach Jekaterinburg und werden das Stahl-VZ bauen. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Wir werden diese Straße hier nicht weiterverfolgen. Wir werden das Stückchen hier abreißen und hier einfach stumpf nach unten gehen. So, und das nächste VZ, das passt hier rein. Wir müssen es nur einfach ein Stückchen nach unten bauen und dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ja, das heißt, wir setzen das einmal... dahin. Ja, wir müssten noch ein ganz minimales bisschen terraformen. Und hier quasi, ja, so ein ganz bisschen. Einmal ein bisschen höher machen das Ganze. So. Dass wir da hinten nicht in diese Bedrulle kommen mit dem Tunnel. Und dann setzen wir den einfach so da drauf. Plopp. Einmal dahin. Und der kommt bitte auch wenn es mir leid tut, einmal direkt durch. Und das bauen wir bitte einmal mit Rubel. Das auch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir momentan extrem viel Geld verlieren. Import 500.000 importieren wir. Wow. Das ist die Kohle hier, ne? Das ist ja der Hammer. Jetzt haben wir fast 20% hier drin, ne? Und alles nur, weil wir hier diese Kohle andauernd importieren. Das ist ja unglaublich. Okay, dann können wir vielleicht doch das Thema auf 70 hochdrehen. Da sollten wir jetzt ja erstmal genug Stahl haben. Dann machen wir den jetzt auch nochmal fertig. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir diese ganzen VZs jetzt einmal sortieren. Dass wir das alles mal sauber und gerade ziehen. Denn wir haben jetzt ein Kohle-VZ da oben. Das kann ebenfalls mit anfassen. Ja, das muss jetzt nicht mehr alles von da unten gemacht werden. Und dann werden wir auch die Stahllieferungen zum anderen Lager hier hinten jetzt mit einem VZ machen. Das können wir schon mal, bevor das da hinten fertig ist, das können wir schon mal anfassen. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Nicht, dass hier JKB Stahlindustrie... Genau, das ist einmal er. Und er soll eben nicht mehr beladen Stahl bei 35%. Bei 15 sogar nur. Ja, das soll er nicht mehr machen. Da soll erstmal kein Stahlzug mehr hin. Jekaterinburg, Rohstoffe entladen, Kohle. Wir gucken mal. Also er soll da beladen mit Stahl. Bei 35%. Da kommt ja nie was an, ey. Und da hinten hin. Das fliegt erstmal raus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele
Waggons wir haben. Wir haben eine ganze Menge Schüttgut-Waggons. Das ist eigentlich das Notlager. Ne, das fliegt raus. Das fliegt komplett raus. Wenn wir das irgendwann brauchen, dann machen wir hier einen eigenen Stahlzug. Das fliegt raus. Das fliegt alles raus. Und ich kann jetzt leider nicht filtern hier. Den verkaufen. Ich mache das gerade mal ohne euch. Bis gleich. So, dann haben wir hier ein reines Lager, was sich um das Schüttgut kümmert. Und das kümmert sich auch jetzt wieder nur rein um Eisen, nicht mehr um Kohle. Und das kauft auch nur noch Eisen ein. Das kommt auch raus. Das ist jetzt wieder ein reines JKB Stahlindustrie. Und wir benennen das auch direkt JKB. Eisen Import. So, das macht nichts anderes, als das Eisenerz zu importieren. Und das sollte eigentlich auch dann soweit passen. Und das können wir dann hinterher auch dazu benutzen, das Eisenerz von anderen Quellen zu holen, das zu verteilen und so weiter und so fort. Das machen wir nicht. So, also einmal Eisenimport, dann können wir schon mal weitermachen. Den haben wir. So, damit sollte jetzt hier keiner mehr sein. Helikopter und Nerdivostok-Zug. So, jetzt gucken wir einmal, was macht Nerdivostok-Zug hier. Entladen im Freilager Bretter, Freilager fertig. Platten, Ziegel, LKW-Rohstoffe beladen. Was ist das für ein Ding? Das ist Kies, passt. Freilager Stahl beladen, nein. Das brauchen wir nicht zur Grenze bringen. Das machen wir auf eine andere Art und Weise. Den Stahl verkaufen wir jetzt nicht mehr. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Das bringt hier nichts. Wir bleiben erstmal bei dem, was wir jetzt haben. So, Silbersee-Eisenbahn-Bauamt wird entladen. Mit dem Zug? Ja, okay, gut. Dann ist es so. Okay, also. Das passt auch. So, dann haben wir die Stahlversorgung und die beiden VZs sauber. Dann nehmen wir uns die hier. So, wir benötigen Treibstoff vor allen Dingen. Also bitte einmal du nach da. Jetzt werden wir uns einmal die hier nehmen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich am meisten hat 12 Tonnen Stahl.27 Tonnen Stahl. Heidewitzka. Das ist ja genial, das Teil. Die Pritsche, die will ich haben. So, 42.000 kostet das. Ja, wir nehmen erstmal 8 Stück. Die sind mir ansonsten echt zu teuer. Und das Teil wird sich jetzt bitte einmal da beladen. Mindestens 10% lassen wir drin. Sicher, sicher. Einmal Stahl. Und du gehst einmal einmal hierhin. Zack. Und da wird bitte entladen auf 20%. So. 20% sind 200 Tonnen. Nee, 10% reichen. Das ist ein großes Lager. Da reichen 10% hin. Bitte nur Stahl. Gut. Also, dann machen die sich jetzt auf den Weg und werden jetzt den Stahl darüber bringen. Dann haben wir das jetzt nämlich auch wieder in Gang gebracht. Sehr gut. So, dann haben wir das Thema. Dann haben wir die beiden auch sortiert. So, hier gibt es jetzt weniger Kohle. Das ist uns bekannt. Und da arbeiten wir jetzt dran. Wir haben hier oben nämlich ebenfalls ein Kohle-VZ. Aber erstmal müssen wir das andere VZ uns angucken. Nämlich das hier. Hier gibt es nämlich einmal Nerdistan extern. Intern haben wir umgebaut. Da wird beladen mit Kohle. Da sind 1000 Tonnen Kohle drin? Okay. Okay. So, Moment. Da soll beladen werden und es wird entladen. Jekaterinburg.
Das macht nichts anderes, als die Kohle dahin zu schaffen. Okay. Das kannst du ruhig auf 60% bringen. Dann fahren die Leute und das können wir euch auf 20% runternudeln. Wie viele Waggons haben wir denn hier? Wie verkaufen wir denn jetzt unser Öl? Das ist hier rüber, ne? Genau, die laden das. Die beladen... Moment. Okay, also die Dinger sind ja auch komplett durcheinander. Jetzt bleiben wir mal kurz in der Pause und sortieren die erstmal. Also, das ist ja komplett durcheinander, was hier passiert. Also, extern, Öl beladen, okay. Beladen, entladen, okay. Freilagerbretter, beladen. 30%. Was ist das hier? Ja. Okay, also das ist Stahl. Alles, was über 60% geht, wird hier abgeholt und nach und zur Grenze gebracht. Okay, dann können wir das B-Laden hier rausnehmen. Und hier wird wirklich nur entladen und intern B-Laden. Platten beladen, das ist Stahl. Das sind die Mechanikbauteile. Okay. Ja. Gut. Das passt soweit. Okay, also das haben wir. Moment. B-Lad. Das passt aber auch nicht. Das kann er ruhig leer nuckeln. Die Sachen hier. Dann könnten wir sogar noch mehr verkaufen. Weil wir ja ein einzelnes Öl... Versorgungsdepot gebaut haben. Das kann leer gemacht werden. So. Es gibt ja ein externes und ein internes Bitumen- und Treibstofflager, genau aus dem Grund, weil ich das nämlich schon mal hatte, dass der dann das externe, das eine leer genuckelt hat und dann standen alle Autos still. So, und der macht nichts anderes als Kohle sich schnappen und das da hinten hinbringen. Im Moment. Und das wird er wahrscheinlich auch nicht mehr anders machen. Also wir merken uns, wir haben eigentlich die Kapazitäten, aber die kommen momentan nicht los. Jetzt müssen wir... Okay, also das kann schon mal starten, das ist okay. So, jetzt mal gucken, was will er jetzt machen? Wo will er hin? Er will jetzt Kohle exportieren. Nee, Moment mal, nee, stopp. Bitte einmal zurück ins Depot. Steuerung H. Wir wollen hier gerade mal nichts... Nee, Moment, stopp. Das wollen wir gerade mal nicht machen. Wir werden jetzt einmal temporär den Haken da rausnehmen. Wisst ihr, ich wollte eigentlich... Wie ist der denn jetzt? Bretter. Platten. Ziegel. Stahl, Mechanikteile. Okay, da sollte jetzt kein... Ach, das ist der da. Ja, Mist. Okay, ja, der kommt ja aus dem Internen. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, ich habe nichts gesagt. Passt. Okay, der hat seinen Job vernünftig gemacht. So, also, dann haben wir das hier oben. Und da haben wir jetzt auch eine ganze Menge Waggons drinne. Und der holt aus dem Zollhaus Kohle und lädt die dort. Wir werden auch hier einmal bitte Kohle beladen auf 20% runter und das in Jekaterinburg Zugrohstoffe entladen. Dann müssten hier jetzt nämlich auch direkt möglicherweise theoretisch keine Züge losfahren. Warum haben wir echt... Sie stehen alle hier hinten? Aber wir kaufen jetzt alle einen Moment. Ist ja kein Wunder, dass wir kein Geld mehr haben, wenn wir die ganze Kohle momentan für Kohle ausgeben. Okay. Also, das ist jetzt einmal das VZ. Stahl.
Das ist das VZ Kohle. So, das nennen wir jetzt VZ Kohle. Das hat auch keine spezielle Stadtbezeichnung. Da gucken wir jetzt erstmal, dass wir das Thema Kohle in den Griff kriegen. So, wo fährst du hin? Zum VZ Kohle. Gut. Dann könntest du hoffentlich... könnten hier nochmal einen Lok kaufen, obwohl das müsste eigentlich ausreichen. Dann müsstest du jetzt hoffentlich mal losfahren und... ja, eigentlich jetzt dort was abholen. Wie viel Kohle ist hier drin? 800 Tonnen. Warum auch immer er jetzt nicht losfährt. Ach, er ist schon unterwegs. Ah, ja, ja, ja. Wo kommt er her? Nee, das ist Nerdistan intern. Er müsste doch jetzt eigentlich auch einen losschicken. Oder kommt er da nicht hin? Müsste klappen. Wo sind die denn alle? Die stehen doch hier alle rum. Ich verstehe jetzt nicht, warum er keinen losschickt. Um... Kohle hier zu beladen. Das ist ja spannend. Okay, das gucken wir uns gleich nochmal an. Das will ich jetzt eigentlich nicht großartig umbauen, weil wir die restlichen Sachen ja noch brauchen, wenn wir da irgendwas anderes mal mitmachen. Das ist ja ein allgemeines internes Lager. Das soll das ja schon mal gar nicht alleine machen. So, warum fährt er nicht los? Zugrohstoffe entladen, Kohle. Ich meine, da ist ja offensichtlich nur nicht genug drin, ne? Ich meine, das ist jetzt offensichtlich. Da ist nicht genug drin. Das heißt, er müsste eigentlich losfahren. Und beladen. Stratingrad, Zugrohstoffe beladen. Ah, okay. Jetzt sind hier also eine ganze Menge Züge gekommen. Die... was macht er? Ah, okay, das kommt alles von Nerdistan intern. Okay, das heißt, die Mechanik hat jetzt also schon gecheckt. Wir haben ein Kohleproblem. Das Ding ist leer. Deswegen schicke ich hier keine mehr los. Hoffen wir mal, dass das passt. Okay, gut. Ich bin gespannt. Also, dann haben wir die Sachen auch erledigt und die Sachen optimiert. Dann können wir jetzt weitergehen im Bau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier ein bisschen Stahl angekommen ist. Noch nicht. Da ist er! Der erste Stahl! Ach, Gott sei Dank. Endlich, endlich, endlich wieder Stahl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kann dieser Bau hier hinten auch endlich weitergehen. Wunderbar. So, dann haben wir das auch erledigt. Das Thema ist auch durch. Dann werden wir hier einmal Heidewitzka. Hier ist ja schon die Straßen fertig. Da hinten auch fast. Nicht schlecht. Dann können wir demnächst sogar mit dem Gebäudebau beginnen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Das ist auch soweit. Und dann gucken wir mal, was hat Nerdivostok gerade zu tun? Die sind da mit bei, ne? Dann werden wir Nerdivostok bitte sagen, den auch noch. Das. Den Rest können wir noch nicht machen. Okay, gut. Da kann Nerdivostok schon mal mitarbeiten. Das passt soweit. Dann machen wir diese Fördersysteme hier fertig. Und danach kümmern wir uns um die neue, um diesen neuen Stadtteil hier. Sehr schön. Dann sollte das jetzt hoffentlich mal alles in Gang kommen. Und dann können wir in Nerdivostok bei Zeiten mal gucken, ob wir vielleicht... das können wir eigentlich auch jetzt machen. Wie viel Arbeitslose? 37. Ja, okay, gut, komm. Geschenkt. Da haben wir keine Leute übrig, die hier momentan drin arbeiten. Also wir haben tatsächlich ein Problem mit der Bevölkerung hier. Haben wir denn hier noch genug drin? Wir checken einmal kurz. Bäume haben wir genug, Bretter haben wir genug.
Ziegel haben wir genug. Fertigpaneele haben wir genug. Jetzt hatten wir hier was eingestellt. Beim B-Laden 60%, ne? Ah, wir machen mal sicher, jetzt aber 70. Genau. 65 ist okay. Und das Warenhaus ist mit 30 beladen. Und da fährt wieder 100. Wir fahren gerade wieder 150.000 zur Grenze. Sehr gut. Okay, gut. Jetzt läuft es wenigstens wieder. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Stahl da drüben. Wunderbar. So, dann checken wir einmal, wie die Lage hier aussieht. Der ist fertig. Oh, da ist das erste. Pripyat Chemie ist fertig. Die Lager sind fertig. Dann können wir vielleicht hier demnächst auf dieses ganze Gesende von Ressourcen verzichten. Wie sieht es hier aus? Geheimpolizei, das läuft auch. Da kloppen sich schon die Wärter um den Job. Das ist auch okay. Da können wir ein bisschen in der Regierungsloyalität mal hochgehen auf 40%. Schule. Ja. Können wir sogar auf 50% hochdrehen. Ja, das sieht alles in allem sehr gut aus. Also hier haben wir jetzt erstmal keine großen Probleme. Sehr schön, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So, medizinische Universität läuft. Jetzt können wir einmal gucken, wie es hier aussieht. Nur 30 Arbeitslose. Eieieiei. Wir haben aber noch genug Platz. Wir haben hier noch Platz für Häuser. Wir haben hier noch Platz für Häuser. Also genug haben wir noch. Wir haben auch noch 300, fast für 1000 Leute, 1200. Also wir haben noch für 1500 Leute hier Platz. So, das Rathaus in Jekaterinburg. Oh Gott. Wo ist die Feuerwehr? Ruf die Feuerwehrgenossen. Das Rathaus brennt. Oh nein. Ich frage mich gerade, ob die in dieser verkorksten Stadt hier, wo immer noch fast 50% Kriminalitätsrate herrscht, die Leute aber sagen, okay, lass brennen. Da kommt er. Na Gott sei Dank. Sehr schön. Und wir haben ja auch nur 100 Arbeitslose. 10.000 Geburten, 5.000 Tote, 1.000 Fluchten. Ja, okay. Ich kann es sogar verstehen. Aber mittlerweile sollten wir das Ding hier hoffentlich im Griff haben. Wir schauen uns das mal sicherheitshalber nochmal an. Nicht, dass es hier irgendein Problem gibt. Boah, sieht eigentlich gut aus. Essen haben sie, gesund sind sie. Loyal sind sie auch so ansatzweise. Schnaps trinken sie auch alle wie die Großen. Kultur haben sie auch alle. Sport machen sie auch. Religion haben sie hier auch. Kleidung sieht auch gut aus. Radio hat auch jeder zweite. Top. Morde gibt es auch noch en masse. Obwohl, nee, gar nicht so viel. Aber es ist schon etwas. Wir reden uns jetzt mal ein. Es ist schon besser geworden. Es ist schon besser geworden. Es ist schon besser geworden. Also man muss sich das nur oft genug sagen. Irgendwann glaubt man es dann auch. Da haben wir Studenten, damit das hier auch ein bisschen besser wird. Ja, 6 Professoren arbeiten da. Das ist okay. Gut. Ja, was haben wir da? Stau? Wieso haben wir denn hier Stau? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Wie? Ah ja, okay. Die Kohleindustrie läuft jetzt erstmal wieder an. Weil hier vorne brauchen wir nicht so viel. Da sind wir jetzt bei 100 Tonnen. 5%. Haben sehr gut rausgenudelt hier. Vielleicht erhöhen wir das doch mal auf. Machen mal 25. Dann bleiben im Endeffekt 10% übrig. So, wo ist der andere? Hier. Einmal auf 25.
So, dann sollte hoffentlich auch die Kohle, die wir kaufen, damit deutlich geringer werden. Und jetzt haben wir da mal 600 Tonnen Kohle drin. Sehr schön. Ich hoffe, das Kohleproblem kriegen wir damit langfristig in den Griff. Wir wollen natürlich unsere Eisenindustrie hier maximieren. Und dann haben wir, denke ich, jetzt eine ganz gute Sache geschafft. Wir haben jetzt endlich mal unsere ganzen VZs aufgeräumt. Wir haben die Stahlindustrie ein bisschen wiederbelebt. Das läuft jetzt alles. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.